Hier haben wir die Übersichtsseite schon bereits versehen mit einigen Links, die von den Gruppen nun mit Inhalt gefüllt werden sollen. Zum Beispiel hier Kegelvulkane. Ich klicke gleich mal drauf und du siehst, du bist auf einer neuen leeren Seite. Die gilt es nun noch mit Inhalt zu füllen. Deshalb klicke ich auf Seite bearbeiten. Und hier schreibe ich nun den Text rein. Ja, das ist schnell gegangen. Ich habe ihn ehrlich gesagt einfach nur kopiert. Wichtig ist jetzt, dass du diesen Text übersichtlich gestaltest mit Abschnitten, aber eben auch mit Links, die die Verknüpfung und Einbettung dieses Themas eben gut zeigen. Zum Beispiel zu Vulkan weiß ich, dass wir da auch schon eine Seite haben. Da soll man also hier direkt zum Thema Vulkan springen können. Ich mache also einen Link. Dieses Symbol hier erstellt einen neuen Link bzw. Befehl K. Und zwar soll dieser Link innerhalb dieser Website sein. Falls es diese Seite noch nicht geben sollte, könntest du hier eine neue Seite erstellen. Ich suche mal nach Vulkan. Ja, und tatsächlich gibt es diese Seite. Ich wähle sie aus und wähle OK und bereits ist hier eine interne Verknüpfung erstellt. Dann brauchen wir natürlich auch noch ein Bild. Nun, idealerweise machst du natürlich selber ein Bild, aber ein Bild vom Vesuv hast du vielleicht nicht gerade zur Hand. In diesem Fall müsstest du halt ein Bild aus dem Internet nehmen. Wichtig ist aber, dass du nur Bilder verwendest, die eben wirklich auch zur Veröffentlichung freigegeben sind. Beispielsweise hier bei Wikipedia bzw. bei der Bilddatenbank commonswikimedia.org. Da habe ich schon eines gefunden. Ich könnte es jetzt runterladen und wieder hochladen. Einfacher ist es in diesem Fall, wenn ich nur die Bildadresse kopiere, mit einem Rechtsklick, Bildadresse kopieren, speichert es mir den Ort dieses Bildes und den kann ich nun hier weiterverwenden. Nun, wir müssen natürlich auch noch schreiben, woher wir dieses Bild haben und idealerweise steht die Quelle gleich unterhalb des Bildes. Deshalb wähle ich bei Einfügen jeweils nicht Bild, sondern Textfeld. Ich mache also wie einen Rahmen um dieses Bild herum. Hier wähle ich also den Titel Vesuv und dann kommt hier über Einfügen dieses Bild rein. Wie gesagt, ich könnte es hochladen. In diesem Fall nehme ich aber eine Webadresse, die ich hier wieder einfüge mit Befehl V. Oder bearbeiten, einfügen. Du siehst, es wird sogleich erkannt. Hier schreiben wir noch, was dargestellt wird und ich bestätige mit OK. Du siehst, dieses Bild ist natürlich viel zu groß, aber hier unten haben wir noch die Möglichkeit, ein verkleinertes Bild daraus zu erstellen. Wenn man draufklickt, kommt dann ein großes Bild. Ich kann einstellen, ob das Bild umflossen werden soll, ist in diesem Fall vielleicht nicht so wichtig. Hingegen darunter die Bildunterschrift. Und dafür nehme ich eine sehr kleine Schrift. Und wenn ich jetzt Speichern klicke, so kann ich immer noch sagen, dass dieser Rahmen umflossen werden soll vom Text. Und zwar auf der rechten Seite. Wenn ich jetzt auf Speichern klicke, so siehst du perfekt dieses kleine Fensterchen und wenn ich draufklicke, so erscheint das Bild groß. Genauso haben wir es gewollt.